Sturm. Richtig. Das Schild hängt immer noch. Ach du, das habe ich beim Video überwacht. Das ist scheiße. Das Haus da geradezu sieht auch irgendwie neu aus. Oder gepflegt zumindest. Die alten Baracken sind nicht mehr, sieht gar nicht mehr so alt aus. Doch. Ja. Ja und nein. Okay, also wir haben jetzt ein kleines Schlupfloch gefunden und sind einfach mal rauf. Hier so ein angrenzender Wald. Sieht ganz interessant aus. Vielleicht haben wir auch das ein oder andere entdecken. Mal gucken. Guck mal, hier ist ein Schild. Brombeere Fichte. Auf jeden Fall geht es hier ein kleines Stück bergauf. Hier oben steht halt so eine alte Hütte. Das ist ein Verschlag, ne? Auf jeden Fall ist hier eine alte Laterne. Ja, die Säule. Wir befinden uns nämlich auf einem alten Schullandheim, Ferienlagergelände aus DDR-Zeiten. Und die sehen nach Füßen aus. Ja. War mal so eine Bank hier, so ein Bankkreis, ne? Ja, stimmt, hat ich hier gut erkannt. Wie so ein Lagerfeuerplatz, in der Mitte könnte ein Lagerfeuer gewesen sein und hier konnte man sich hinsetzen, ne? Sieht aus wie so ein Tippi-Pfahl. Sind so überall Gesichter drauf, ne? Stimmt. Boah, guck mal, wie die Bäume sich bewegen. Scheiße. Das ist diese merkwürdige Tafel. Das ist, guck mal, hier Feuerlöscher hinge dran. Ne? Vielleicht so eine. Falls hier mal was ist. Dann guck mal hier. Das Ding ist auf der Schuppen. Ah, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Alte Kleiderstände. Und hier sind auf jeden Fall ein Haufen DDR-Stühle. Und Bettengestelle. Ein kleiner Ofen. Und auch wieder ein Haufen von diesen Kleiderstangen hier. Die Aufhänge. Und Schulbänke. Gehen wir jetzt mal hier runter, ja? Ja, hier ist sowas wie so ein alter Sportplatz. Ja, hier ist das andere Tor, ne? Ist das hier so eine Sportstrecke? Vorne? Ist das so eine Bahn? Stimmt. Stimmt, nur komplett lang. Kletterstangen, Klimmzüge, das sind so Bahnen, ne? Wie heißt das? Das hier? Stufenbahn. Hey, nicht schlecht. Der damit Rolle rückwärts den Abgang möchte ich sehen. Genau. Genau.
Aber in allen Größen, ne? Ja. Findet ihr die jetzt noch größer? Hier so mittel? Dann wird es hier mehr kleiner für die jüngeren, kleineren Kinder. Na ja, cool. Sieht so aus, als wenn sich hier halt irgendwie noch ein Verein oder sowas drum kümmert. Merkwürdig, das stimmt. Ganz schön hügelig hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei DayZ. Ja? Wir umlaufen den Ort. Aktivität. Ja, da hinten sind halt so alte Baracken, ne? Wo die Kinder drin geschlafen haben früher. Bisschen feucht irgendwie, ne, der Boden? Jo. Das meine ich mit matschig. Da haben sie ein bisschen was verrammelt, ne? Sieht direkt frisch aus. Die Fenster, hm? Ja, gut, das guck mal da gerade aus. Geh mal gucken. Jetzt wird's spannend. Blaue Tür ist auf. Ja. Sieht zumindest so aus, ne? Hier ist was auf. Hier fest. Machen wir noch einen. Notstrom, würde ich sagen. Sieht militärisch aus irgendwie. Mit dem Grün. Ich kenne kein Datum. Weiß nicht, ob das hier vielleicht das Jahr ist, 63? Könnte sein, ne? Finsterwalde. Der Hauptschalter ist auf einen Fall da hinten. Das riecht auf jeden Fall nach Diesel. Ja, Öl, ne? Aber so intakt habe ich so ein Ding auch noch nicht gesehen, muss ich mal sagen. So. Hier ist im Jahr 1971. Siehst du das? Da. Deutsche Demokratische Republik. Ich glaube, das sah nur so aus, dass die auf ist. Das sah nur so aus, ne? Ja. Ja, geil. Das ist ja cool. Tennis? Genau, wandern sehe ich auf jeden Fall mit dem Rucksack, ne? So, zwei Tennis. Die Federball, das ist immer das Federball. Das ist die Sonne.
über dem Jungen und er liest. Und da ist irgendwie ein Wald, würde ich sagen. Da steht auch dran, es wird gesichert, das Objekt, ne? Wir machen Schließdienst. Nähmaschine steht hier. Ja. Eine holt auf die Bank. Was kriegt die denn zusammen? Ah, das ist Textima ist das. Eine Industriemaschine, ne? Textima. Ja, guck mal hier mal auf. Anscheinend. Das ist der Saunabereich, da haben sie zugemacht. Ne? Zylinder. Ja, da brauchen wir nicht hin zu dem neuen. Lass mal auf die alten konzentrieren hier. Ach, ein Schließding ist das auch. Sieht nach Speisung aus. Mhm. Ein Teller. Mhm. Ja. Das ist da eine kleine Sporthalle. Guck mal hier. Kalligrafie, unser neues Hobby. Hier wurde auch mal kaputtgeschlagen. Schreibtisch, ne? Ist hier ein Namenanzeichen da oben übrigens? Ja, dann ist schlecht, ne? Vorsichtig. Dann gehen wir einmal um. Keine Tür, oder? Ach, hier ist nochmal dieses Zeltlager sozusagen, ne? Dieses. Das Tischtennisplatten, ne? Vielleicht, ne? Ja, kann sein. Geschützt. Was haben wir denn hier so hängen? Hä? Ja. Oh, hier. Lampen. Und irgend so ein Birken. Sieht ein bisschen aus wie ein Seepferdchen. Ja. Aber hier war Strom angelegt zu den Lampen, ne? Hier. Nichts mehr.
gut, reingekommen sind wir jetzt nicht. Da reingekommen sind wir jetzt nicht. Aber war trotzdem ganz interessant. Kleine Einblicke konnten wir erhaschen. Und der Notstrom-Dieselgenerator, den fand ich ganz cool, den mal so intakt zu sehen. Ah, vielleicht in ein paar Jahren. Steht alles leer. Oder man kommt komplett rein. Wer weiß. Guck mal hier, schönes Loch im Boden. Wenn man nicht aufpasst, landet man drin. So, dann hauen wir jetzt ab, ne? Dann war es das mit dem Video. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin. Tschüss. Ciao. Brombeeren, ne? Verschlinge einen regelrecht. Ich sag gegangen, oder? Weiß nicht. Hier sind so viele Brombeeren. Au.